Moin Freunde und herzlich willkommen bei einem heute etwas anderen Video, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Ich habe heute nämlich einen Special Guest mit am Start, nämlich den lieben Chenwa. Chenwa tradet Elliott Wellen, eine Sache, die ich nicht trade. Und da es sinnvoll ist, Sachen von Leuten zu lernen, die sie actually auch können, hat sich Chenwa bereit erklärt, mal ein cooles Video für euch aufzunehmen, was ich jetzt mit euch teilen werde. Also, viel Spaß beim Gucken. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und hier oben, ja, ungefähr da, kommt jetzt unsere Trading Masterclass. Also wenn du wirklich von vorne bis hinten alles über Trading lernen willst, das ist die entsprechende Playlist dazu. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kurz zu mir, mein Name ist Chenwa Hammerler, bin 24, komme aus Köln. Und mein Ziel war es immer, mich irgendwo mit Trading unabhängig zu machen. Und zwar unabhängig in dem Sinne, dass ich nicht die ganze Zeit vorm PC sitzen muss und arbeiten muss. Ja, natürlich durchaus für meine Ziele und Träume. Das solltest du auf jeden Fall auch machen, ja, wenn du wirklich ambitioniert bist. Aber ich wollte auf jeden Fall immer viel Zeit mit meiner Familie verbringen, viel Zeit mit Sachen, viel Zeit für Sachen haben, die mir auch einfach wichtig sind. Ja, und wenn du der Meinung bist, dass du Traden dafür nutzen möchtest, um vielleicht deine 1, 2, 3 Trades im Monat zu machen, dann deine Profite einzusacken und dann auch Feierabend zu machen für den Monat, dann habe ich dir auf jeden Fall eine Strategie für dich, die dir definitiv helfen wird. Okay? Deswegen will ich gar nicht mehr so lange rumreden, sondern auch direkt mal reinstarten. Und genau, mittlerweile, jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm auf jeden Fall sehen. Und ich habe hier einfach mal den Bitcoin offen auf der Plattform TradingView. Falls du noch nicht weißt, was TradingView ist, TradingView ist quasi ein Tool, ja, wo wir verschiedene Märkte angucken können und Sachen einzeichnen können. Ja. Und um die Strategie zu traden, die ich trade, brauchen wir zwei Indikatoren. Also echt nicht viel, eigentlich relativ simpel. Und zwar gehen wir hier oben auf Indikatoren. Also siehst du jetzt, hier ist im Chart überhaupt nichts, außer hier der Bitcoin. Und zwar gehen wir erstmal hin und suchen uns den RSI raus. Ne? Das ist der Relative Strange Index. Genau. Dann gehen wir hier einmal drauf und tun diese gelben Linien da weg. Das heißt, du wirst hier erstmal hier auf Eingaben gehen, dann gehst du hier auf Stil, klickst das hier weg. Bingo. Zack. Das ist so das Erste, was wir brauchen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch den gleitenden Durchschnitt exponentiell. So. Jetzt siehst du hier auf jeden Fall ganz leicht so eine blaue Linie. Die ändern wir auf jeden Fall nochmal. Weil jetzt sind wir hier bei EMA. Das heißt, wir haben hier einen Doppelklick gemacht. Gehen auf Eingaben und ändern hier oben die Länge von 9 auf 200. So, jetzt sieht die ganze Linie schon wieder anders aus. Und das ist so das Setup, was du erstmal am Anfang brauchst, um so zu traden, wie ich das Ganze mache. Ja, ich zeige dir mal ganz kurz mal die Theorie, die ich verfolge. Und zwar hast du ja mittlerweile schon gelernt, dass der Markt ja in Wellen aufgebaut ist. Das heißt, der Markt macht eine 5er-Welle hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn er diesen Weg hoch gemacht hat, muss er diesen Weg ja auch wieder runter machen. Das heißt, er geht dann eine 3er-Welle runter. 1, 2, 3. Und macht von dort aus dann wieder dasselbe. 1, 2, 3, 4, 5. Moment, mach das mal ein bisschen größer, um das mal zu veranschaulichen. So. Perfekt. Dann haben wir das auf jeden Fall. Und diese ganze Bewegung, die du hier siehst, ja, lässt sich in einer übergeordneten Zeiteinheit ebenfalls zusammenfassen. Dann haben wir halt übergeordnet eine große 1, 2, 3er Bewegung. Ja, die markiere ich jetzt mal in einer anderen Farbe. Jetzt mal. Ja, nehmen wir mal rot. Ja, ist einfach mal so zu veranschaulichen. Ja, und das ist ja das Gute an dieser ganzen Sache. Ja, wir finden in diesen Wellen immer wieder Wellen. Und mein Ziel ist es, genau diese zu traden. Das heißt, ich lasse das mal ganz kurz raus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt am Markt sitze und ich sehe, okay, ich habe jetzt einen Impuls, der hochgeht. Und ich merke, okay, dieser Impuls ist vorbei und der Markt fängt an, so runter zu korrigieren. Dann rechne ich damit, dass der Markt hier irgendwo runterkommt
und von dort aus dann den Weg hoch macht. Ganz kurz, dasselbe Spiel lässt sich auch auf ein Sell-Szenario übertragen. Das heißt, wenn ein Markt runtergeht. Das heißt, wir können Märkte kaufen und wir können Märkte verkaufen. Jetzt zeige ich jetzt einfach mal ein Buy-Beispiel. Gleich in der Praxis sehen wir noch verschiedene Sell-Beispiele. So. Und wenn ich zum Beispiel so ein Szenario habe, weiß ich natürlich nicht direkt, wo ich einsteigen möchte. Ja. Was möchte ich natürlich herausfinden? Das heißt, wenn ich sowas hier sehe, möchte ich doch irgendwo wissen, okay, wie mache ich das Ganze? Und dafür nehme ich das Fibonacci-Tool mit. Das findest du hier oben links, hier bei Fib Retracement. Und zwar ziehe ich das vom Anfang meiner Bewegung bis hoch zum Ende meiner Bewegung. So. Und die Level, die für mich interessant sind zum Einstieg, ist einmal die 0,5er, das siehst du hier. Und einmal hier unten die 78,6. Ja. Ich lasse mal ganz kurz mal die Einstellungen. Die kannst du dir mal screenshotten. So habe ich mein Fibonacci persönlich eingestellt. Ja. Was die einzelnen Levels im Detail bedeuten, ist erstmal nicht so relevant. Wichtig ist einfach nur zu wissen, wo gewisse Einstiegspunkte sind. Okay? Und mein Ziel ist es, wie gesagt, an dieser 0,5er oder an dieser 78,6 einen Einstieg zu finden. So. Und wir haben ja vorhin ja die Theorie erwähnt gehabt, dass wir ja wollen, dass der Markt, wenn er einmal hochgegangen ist, eine Dreierwelle runter macht. Also wir wollen ja, dass er 1, 2, 3 macht. Die Frage ist, wo hört diese Dreierwelle auf? Ja. Und dafür gehe ich zum Beispiel hin, wenn ich jetzt so ein Szenario habe und nehme meine trendbasierte Fibonacci. Ich zeichne die mal hier rechts ein. Ja, so sieht die aus. Und diese trendbasierte Fibonacci misst meine Ziellevel. Das heißt, die Level, wo eine aktive Bewegung ihr Ende findet. Okay? Hier auch mal ganz kurz zu den Einstellungen. Kannst du dir auf jeden Fall auch mal screenshotten und für dich einfach mal übernehmen. So. Und wenn ich jetzt so ein Szenario habe, dann gehe ich hin und messe einfach die gerade aktive Korrektur. So, das heißt, ich setze hier oben an, gehe hier runter, das heißt, du merkst, ich folge hier gerade dieser Bewegung. Ne? Folge meinem Fadenkreuz, einmal hier runter, klick, dann ziehe ich das hier hoch, da bin ich jetzt auf den Rechtsklick gekommen. Nochmal, hier oben, runter, klick, hoch, klick. So, und jetzt sehen wir eine Sache. Und zwar haben wir hier ein gewisses Ziellevel. Ja? Das ist die 161,8 bis zu 200er. Und dieser Strich in der Mitte, den habe ich jetzt mal grün markiert, das ist die 180er, die sollte eine Überschneidung mit diesem Bereich hier haben. Und wenn ich das hier habe, dann weiß ich, okay, hier ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bewegung ein Ende findet. Und hier kann ich dann mal Einstieg suchen. So. Und wenn ich jetzt das weiß, kann ich natürlich hier mit einer Limit Order arbeiten. Ja. Limit Order heißt am Ende des Tages, ich kann meinen Trade hier platzieren und ich kann zum Beispiel meinen Broker hingehen und sagen, okay, guck mal, ich möchte den Markt hier unten kaufen. Das heißt, du platzierst das ganze Ding und hast damit schon mal einen validen Einstieg. Ja. Sowas kannst du in höheren Zeiteinheiten machen. Ja. Wo der Markt erstmal eine Weile braucht, um hinzukommen. Aber du hast schon mal einen Preis für dich. Das heißt, du weißt schon mal, okay, da möchte ich rein. Fertig. So. Und es ist jetzt natürlich cool zu wissen, wo man reingehen möchte. Die Frage ist, wo hören wir auf? Sowohl negativ als auch positiv. Ja? Weil jeder Trade hat ja einen Anfang und natürlich auch ein Ende. So. Und wenn wir jetzt hier quasi den Entry haben, möchte ich natürlich wissen, okay, ich nehme jetzt hier mal eine Long-Position. Damit kann ich bestimmen, wo ich jetzt mein Entry haben möchte. Mein Entry ist hier auf der 100 und auf der 78,6. So. Im Trading gibt es niemals 100%. Das heißt, du musst immer mit einem gewissen Stop arbeiten, falls der Trade mal gegen dich läuft. Und wo ist der Punkt, wo wir sagen, dass wir aus der Trade-Idee rausgehen? Das ist der Punkt unter dieser 100. Das heißt, unter diesem Low. Das heißt, wir ziehen unseren Stop-Loss hier knapp drunter und sagen, okay,
Wenn der Markt hier nicht dreht, sondern hier weitergeht, dann sind wir hier raus. Machen 1%, setzen uns ein 1% Risiko und dann passt das auch. So. Und das ist jetzt natürlich, wo hören wir auf, wenn es gegen uns läuft. Aber wo hören wir auf, wenn es für uns läuft? Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und dafür mache ich genau das, was ich hier in dieser Korrekturbewegung gemacht habe. Das heißt, ich gehe hin und messe natürlich wieder meine Ziele. Das heißt, ich nehme wieder meine trendbasierte Fibonacci, setze die hier unten an, ziehe diese hier hoch, klick und ziehe die wieder hier runter. Klick. So. Und jetzt habe ich hier ein Ziellevel und hier unten eins. So. Und du siehst, ich habe hier zwei Bereiche grün markiert. Einmal die 100er und einmal die 180er. Das sind so meine zwei Ziellevel, die ich anpeilen kann. Das heißt, du kannst entweder ein Shorts-Risikoverhältnis einstellen von 1 zu 4 oder den Trade weiterlaufen lassen auf ein Shorts-Risikoverhältnis von 1 zu 7. Das heißt, du riskierst 1% und kannst im besten Fall 4% oder 7% gewinnen. Finde ich, ist ein guter Trade. Ja, und ich markiere mir das jetzt einfach mal so, einmal hier, und das kopieren wir mal, fügen das einfach mal hier ein und einmal hier hoch, so. Also wenn der Markt hierher kommt, möchten wir natürlich, dass er dann Folgendes macht. Und zwar haben wir jetzt hier, Moment, zack, dass er einmal hier hochkommt, Take Profit 1, hier vielleicht stoppt, nochmal runter korrigiert und dann hier auf Take Profit 2 geht. Ja. Ob du jetzt beide Take Profits nimmst oder nur den 1 zu 4er, hast du halt komplett dir überlassen. Das musst du einfach für dich selber mal abwiegen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ein Re-Entry zu finden. Das heißt beispielsweise, diese Bewegung ist jetzt gerade intakt und ich sehe jetzt beispielsweise, dass der Markt hier runterkommt. Dann kann ich hier erneut mein Fibonacci ansetzen, von hier unten, hier nach oben und ein Entry hier in dieser Golden Ratio finden, das heißt in diesem Bereich von 0,5 bis 66,7. Hier kann ich auch wieder meine trendbasierte Fibonacci ziehen und ich nehme am besten den Punkt, wo grün mit grün überschneidet, das heißt die 100er mit der 180er. Das hier in dem Fall könnte ich dann mein Entry hier auf die 100, auf die 61,8 legen und meinen Stop hier drunter legen. Also den Stop, wenn ich hier in diesem Bereich einsteige, also ab der 50er, ab dem 50er Fibonacci Level runter bis auf 66,7er Fibonacci Level, setze ich meinen Stop immer hier unter der 66,7. Ich darf, dafür lösche ich das mal kurz raus, damit das mal ein bisschen schöner ist. Okay, perfekt. So. Ja, passt so. Passt schon. So. Das heißt, hier auf der 61,8 würde ich in dem Fall mein Entry haben, weil ich hier eine Überschneidung habe. Im besten Fall haben wir natürlich hier auch ein überschneidendes Ziellevel. Ja. Das heißt, wir kommen dann hier rein und hätten hier dann zum Beispiel, wenn wir den Entry bis hier hinlegen, dann hier einen Re-Entry mit einem Shorts-Risikoverhältnis von 1 zu 8. Ja. Und so einen Stop legen wir immer hier drunter, unter 66,7 und 78,6. Und so hätten wir dann quasi einen Re-Entry. Das heißt, selbst wenn du den ersten Entry verpasst, könntest du hier im Korrekturlevel dann nochmal einsteigen. Ja. Aber muss man natürlich immer situativ gucken. Das wird nicht immer so klappen. Manchmal rennt der Markt auch einfach durch. Ja, dann bist du halt eben nicht dabei, aber das ist nicht so schlimm. Ja, aber das so als wirklich auf jeden Fall so zur Theorie. Und was ich natürlich auf jeden Fall auch gerne in einem Entry haben möchte, ist eine Divergenz. So, was meine ich mit Divergenz? Ich zeige dir mal ganz kurz mal theoretisch, was ich damit meine. So, eine Divergenz im Markt heißt für mich, Moment, ich zeichne das mal ganz kurz mal nach. Sagen wir, hier unten wäre unser Entry. Und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Und wir merken jetzt, okay, der Markt
fängt vor dem Entry an abzuschwächeln. Geht hier langsam runter. Und jetzt sehen wir im RSI, dass der Markt hier hochgeht. Das heißt, an derselben Stelle, wo der Markt runtergeht, geht der RSI hoch. Und wenn wir das haben, zeigt es uns einfach nur, okay, hier könnte der Trend sich wenden. Hier könnten wir einen Einstieg finden. Das heißt, hier hätte ich zum Beispiel, wie wir das eben eingezeichnet hatten, ein Ziellevel. Ja. Und jetzt hätten wir dann sogar noch eine Divergenz. Also ich hätte jetzt zwei Bestätigungen. Einmal ein Ziellevel und einmal eine Divergenz. So. Und wenn ich das habe mit einer Divergenz, diese Kombination auf meinem Entry, dann kann ich eigentlich ziemlich sicher sein, also sehr stark davon ausgehen, dass der Trade dann noch funktionieren wird. Ne? Muss natürlich hier, wie gesagt, am besten so eine schöne Divergenz sein. Ja? Und da muss man auch einfach manchmal warten. Und nicht immer jeden Trade mitnehmen, sondern die Trades mitnehmen, die Setups, die dann auch wirklich schön sind. Ne? Wenn wir so ein Beispiel in der Praxis haben, dann sind wir auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr gut bedient. So. Genau, das so auf jeden Fall so erstmal so zur Theorie. Es gibt natürlich noch viele weitere Sachen, die man da auf jeden Fall auch nutzen kann. Wie zum Beispiel Volumenprofile. Vielleicht drehe ich da nochmal ein extra Video dazu ab, wo ich da nochmal wirklich ins Detail reingehen möchte. Aber genau, das so auf jeden Fall so zum ersten Punkt. Gut. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Praxis rein und gucken uns einfach mal an, wie wir das Ganze auch für uns umsetzen können. Ja. Ich habe jetzt hier einfach mal den Bitcoin-Chart offen. Wir gehen mal kurz in den Monatschart rein. Und genau, was ich hier auf jeden Fall sehe, was ich hier erstmal so messen kann, ist hier vielleicht hier unten die erste Bewegung hoch. Ja, das war jetzt diese Bewegung. Und wir sehen auf jeden Fall, dass Bitcoin ja fast zu diesem Low nochmal runtergekommen ist. Nichtsdestotrotz können wir da trotzdem eine trendbasierte ziehen bis zum tiefsten Punkt. Und wir sehen auf jeden Fall, dass Bitcoin hier die 33.000 erreicht hat und weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Ja, das heißt, ich kann hier auf jeden Fall ansetzen und ich gehe einfach mal in den Tageschart runter, weil eine Sache fällt mir hier auf. Und zwar haben wir eine sehr starke Divergenz im Monatschart. Das heißt, hier sehen wir, dass der Markt ein neues High gebildet hat gegenüber dem hier wiederum ganz klar runtergeht, was natürlich für Verkaufskraft spricht. Das heißt, wenn ich in den Tageschart gehe, kann ich anfangen, Abwärtssequenzen zu messen. Und ich gucke immer, wann wurde ein markantes Low rausgenommen. So in dem Fall, wenn ich mir den Chart angucke, ist das für mich das markante Low. So, und wir haben hier aktuell eine Abwärtssequenz. Das heißt, jetzt mal kurz den Update-Modus wieder an. Der Markt geht hier runter, wieder hoch. So, das heißt, wir hätten hier an der 100er ein Ziellevel. Ich mache jetzt mal hier einen Strich rein. So. Und jetzt gucken wir, ob wir dort einen überschneidenden Punkt hätten. So. Da zoome ich mal ganz kurz rein. Perfekt. Alright. Wir sehen, dass die 100er auf jeden Fall einen Ticken unter der 78,6 liegt. Beziehungsweise, wenn ich den anderen Bitcoin-Chart aufmache mit mehr Historie, wie man das hier sehen kann, ich habe jetzt mal die vereinfachte Version genommen, dann hätten wir da sogar eine punktgenaue Überschneidung. So, 1, 2, 3. Ich messe hier die Dreierwelle, die hier runtergegangen ist. 1, 2, 3. Ja, einfach nochmal so zum Verständnis. Genau, Monatschart. Wir haben hier die 100er. So, jetzt habe ich hier sogar Daten von 2011. So, kann ich mal ganz unten nach oben ziehen. Und tatsächlich haben wir hier eine Überschneidung. So haben wir die 100er mit dem 82er Fibonacci-Level. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Bitcoin mindestens auf 12.000 runtergeht. So, und dort wäre beispielsweise unser Entry.
Also wenn ich hier eine trendbasierte Fibonacci messe, hier auf, nehmen wir jetzt mal die 82er, dann hätten wir, Moment, ich zeichne mal hier den Long ein, zack, so, dann hätten wir hier oben das Neunfache raus. Und zwar wäre so das zweite Ziellevel die 137.000er Marke. Ja. Das erste Ziellevel wäre hier oben die 81.000. Ja. Das wäre das Fünffache, was man da rausholen kann. Von einem Trade natürlich, also vom schwarzen Risikoverhältnis her. Ich rede jetzt nicht von einem Invest, ich rede von einem Trade. Aber genau, das definitiv. Das heißt, wir können auf jeden Fall erwarten, dass Bitcoin die 100.000 definitiv anlaufen wird. Ja. Gehen wir mal vielleicht mal in den Forex-Markt rüber. Euro-NZD ist immer wieder ein sehr, sehr interessantes Beispiel. So, 5 Zeichnungen entfernen. Perfekt. So. Und zwar, das sind jetzt alles Daten von 1998. Ich möchte mal hier mal anfangen, weil ich das hier sehr, sehr, sehr interessant finde. So. Immer einen Moment. Zack. Wir fangen mal von hier an. Tageschart. Alright. So. Jetzt haben wir mal hier ein Praxisbeispiel. Euro-NZD. Wir gehen hin. Und wir sehen hier auf jeden Fall, dass wir hier eine Aufwärtssequenz haben. Wir sehen hier, okay, der Markt hat hier dieses Low gebrochen, hat dieses High gebrochen, dieses High und dieses High und ist hier hochgekommen. Wir sehen hier sogar eine schöne Divergenz, die er gebildet hat. Hier einmal hoch, hier einmal runter. Das kannst du auch gerne mal in einem Chart machen. Nimm dir einfach mal einen Chart und zeichne einfach mal Divergenzen ein. Da wirst du sehen, dass immer nach Divergenzen der Markt auf jeden Fall eine Trendwende hingelegt hat. So. Und wenn ich jetzt diesen Impuls hier sehe, kann ich hingehen und natürlich nochmal meinen Fibonacci einzeichnen. So. Perfekt. Und jetzt möchte ich natürlich meine Bestätigung reinholen. Das heißt, was gibt mir die Bestätigung, dass der Markt hier dreht? Klar, wir sehen das natürlich hier, aber das nochmal back zu testen, ist nochmal eine andere Sache. Und zwar gucke ich, welches Low hat der Markt rausgenommen. Das ist hier so das markante Low, finde ich. Und dementsprechend gehe ich hin, setze hier oben mein Fibonacci 1, 2 und 3. So. Und wir sehen hier auf jeden Fall, dass wir eine Überschneidung von der 100er mit der 82er wieder haben. Ja, also auf jeden Fall, dass wir den Bereich überschneidend haben. Ja, besser ist natürlich, also je punktgenauer, desto besser. Aber selbst wenn es nur dieser Bereich ist, ist das auch vollkommen in Ordnung. So. Und was wir auf jeden Fall auch noch sehen, ist, dass der Markt hier eine Divergenz gebildet hat hier unten. Das heißt, er ist zum Entry gekommen, hat hier den Weg runter gemacht, aber hat uns die jeweilige Divergenz gegeben. Ja? Dass wenn wir hier eine Order drin hätten, ich zeichne mal die trendbasierte Fibonacci ein. Perfekt. Hier mal die 78,6 als unseren Entry. Dann hier eine Long-Position. So. Dann wäre unser Take Profit hier oben. Das können wir auch mal so einzeichnen. So. Und deswegen ist es auch immer wichtig, ja, einen Stop zu benutzen, ja, und in dem besten Fall natürlich weit genug zu setzen. Also so viel Platz dem Markt auch zu geben, dass er auch ein bisschen atmen kann. Ja, das ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass man den Stop nicht zu eng setzt. Weil hier wären wir auf jeden Fall im Drawdown. Die 100er war zwar gebrochen, aber wir hatten die Überschneidung gehabt, die 100er mit dem Entry-Level. Und wie wir hier sehen, hat der Markt dann auch den Weg hier hoch gemacht. Ja? Und wir sehen auf jeden Fall, dass er im Ziellevel dann auch angefangen hat, den Weg runter zu machen, definitiv. Und wenn wir jetzt nochmal die trendbasierte Fibonacci nochmal genauer ziehen, zwar dort, wo der Markt auch tatsächlich war, sehen wir hier sogar eine punktgenaue Überschneidung. Also, das ist halt wirklich
Echt genau. Ja. Machen wir hier mal die hier rein. Ja. Also, er hat die 180er vielleicht um ein paar Pips verpasst. Das heißt, wenn du deinen TP dann hier nicht einfach ein bisschen drunter setzt, dann bist du halt schon sehr, sehr genau dabei. Und das ist halt schon wirklich heftig, finde ich. Ja. Wenn wir halt vor allem aufs Datum gucken, 2009, 2007, ja, 2008, was so in diesem Zeitraum passiert ist, kannst du gerne mal googeln. Und dass der Markt dann anfängt, richtig zu crashen. Und das hast du 2007 mit dieser Analyse schon davor gewusst. Ja, dann kann man sich immer sehr, sehr gut vorbereiten auf die Zukunft, finde ich persönlich. Ja, und so trade ich am Ende des Tages. Ja, das heißt, das Ganze mache ich auch natürlich in untergeordneten Zeiteinheiten. Wir können uns das Ganze jetzt mal hier im Detail mal angucken. Ja, was wir für jetzige Entries finden können. Das heißt, ich nehme mal die Sequenz hier oben. Eins, zwei, drei. Ich sehe hier unten, hätte ich ein Ziel. Level, das hier möchte ich auf jeden Fall mal hin. Ja, und kann dann von hier aus mal mein Fibonacci ziehen. Und ich sehe, wie der Markt dieses Level nur knapp verpasst hat. Wirklich knapp. Ja, hat trotzdem jetzt die Reaktion runtergegeben. Das heißt, jetzt gehe ich mal in den 4-Stunden-Chart runter und gucke, okay, wo ist meine aktuelle Abwärtssequenz? So, das war für mich so ein wichtiges Low, was der Markt hier gebrochen hat. Das heißt, ich kann einmal hingehen. Eins, zwei, drei. Und ich sehe, okay, der Markt hat jetzt die 100er gebrochen. So. Das heißt, ich kann im Korrekturlevel mir mal einen Entry suchen. So. Und für mich relevant tatsächlich wäre vielleicht die 50er. Das heißt, wenn ich einmal hingehe, zack, hätte ich eventuell hier oben einen Entry. Man muss sich jetzt natürlich aber auch fragen, okay, wird der Markt eher wahrscheinlicher den Weg hier runter machen oder ganz weiter hier hoch? Ja, wahrscheinlich ist natürlich, dass er erstmal hier weiter runter geht. Ja, und genau. So, kann man mal gucken. Vielleicht finden wir hier einen passenden Entry. Ich finde die Struktur ein bisschen unschön, um ehrlich zu sein. Kann man sehr schlecht mitarbeiten aktuell. Deswegen suche ich mir auch immer Märkte aus, die einfach zu traden sind. Beispielsweise. Wir nehmen uns mal den Euro-US-Dollar. Gehen mal in den. Moment, das lösche ich mal raus. So, gehen mal in den Tageschart rein. 4 Stunden. So. Was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, ist ja, dass der Markt hier den Weg hoch gemacht hat. Zack. Hier angefangen hat, neue Strukturen zu bilden. Und hier hatten wir einen punktgenauen Entry gehabt. Boom. Ja. Sehr schön auf jeden Fall. Kann man definitiv nehmen. Was ich auch auf jeden Fall noch mache, ich ziehe manchmal auch sehr oft das Volumen einer Bewegung. Das heißt, so wie ich das Fibonacci ziehe, ziehe ich manchmal mit dem Volumen-Tool hier auch das hier. Das Volumen-Tool findest du hier oben links, ganz unten, Fixed Range Volume. Und wenn der Markt in diesen durchsichtigen Bereich reinkommt, entweder unten oder oben, dann ist das für mich eine weitere Bestätigung für den jeweiligen Trade. In dem Fall Value Area Low und hier oben hätten wir Value Area High. Value Area Low, wichtig für mich, um den Markt zu kaufen. Und Value Area High, um den Markt zu sellen. Ja. Der Punkt nennt sich Point of Control. Wenn der zum Beispiel auf dem Entry ist, das ist auch mal eine gute Sache. So, das heißt, was hatten wir für Bestätigungen gehabt? Wir hatten einmal das C-Level plus die Value Area Low, hier ganz knapp. Der Markt hat hier sehr gut getriggert. Ist hier auf jeden Fall hochgekommen, hat hier fast punktgenau die 100er getroffen. Und was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, was der Markt sehr gut gemacht hat, wir können jetzt hier wieder das BC-Korrekturlevel messen. Und hier hat der Markt auch sehr genau an dieser 78,6 reagiert. Ja.
Wir ziehen mal wieder das Korrekturlevel. 1, 2, 3. Und sehen, dass er hier wieder die 100er echt genau genommen hat. Wirklich mit einem Spike. So. Das heißt, hier hätten wir schon mal übergeordnet zwei potenzielle Entries gehabt. Einmal hier unten und einmal hier. So. Jetzt können wir mal in den 30 Minuten gehen. Und für mich ist erstmal wichtig, in dieser Bewegung zu sehen, okay, bricht der Markt jetzt dieses High hier oben, also das hier? Falls er das macht, dann kann man wieder anfangen, die Sequenzen zu traden. Das heißt, Moment. So, das heißt, wenn der Markt jetzt hier ein neues High bildet und mir zeigt, okay, er will nach oben, kann man das Ding hier warten, dass er hier runterkommt und von dort aus das Ding wieder hochtraden. Ja, das ist dann mal also wirklich die Idee. Weil ich meine, wenn man jetzt hier den Entry gehabt hätte, sagen wir, du nimmst ein SL von 30 Pips hier drunter, unter dieses Low. Dann hättest du hier diese Bewegung von 200 Pips mitnehmen können. Er ist fast ein 1 zu 10, also 1 zu 7 wäre da auf jeden Fall drin gewesen. Und ganz kurz noch, das habe ich total vergessen zu erwähnen, wozu ist diese EMA da? Und zwar, wenn wir die EMA auf einem Entry haben, genauso wie ein Ziellevel oder so, dann ist es eine weitere Bestätigung, die wir nutzen können für unseren Trade. Ja. Und ich ziehe jetzt einfach mal hier ein Fibonacci. Und hier hätten wir zum Beispiel die EMA auf der 50er. Ja, wenn der Markt jetzt eine Korrekturbewegung einleitet, hier zum Beispiel 1, 2, 3, hier ein Ziellevel oder die 100er hat und vielleicht noch eine Divergenz bildet, dann hätten wir drei Bestätigungen, die wir nutzen könnten. Ja? Wenn ich jetzt hier mal das Volumenprofil ziehe, hätten wir hier unten sogar unseren Point of Control. Das heißt, der Bereich unten ist für mich eher relevanter für einen Einstieg. Ja? Aber das ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich halt eben Märkte analysiere, wie ich an Märkte rangehe. Bei diesen Entry, den hat man schon hier. Also hier am Donnerstag wurde der ausgelöst und diese Abwärtsbewegung hat erst am Mittwoch ihren Anfang gehabt. Das heißt, von Mittwoch auf Donnerstag hattest du Zeit gehabt, so diesen Entry zu sehen. Ja, und das ist eben eine coole Sache, weil du dich am Abend halt eben hinsetzen kannst und solche Märkte einmal kurz analysieren kannst. Und schon im Vorhinein weißt, wo der Markt potenziell wenden wird. Heißt nicht, dass es immer klappt. Ja, manchmal macht der Markt das, was er machen möchte. Aber wenn man geduldig ist und da wirklich dabei ist, dann, ja, und wenn die Bestätigung sich vor allem reinholt, dann darfst du dich auf jeden Fall bald auch zu dem großen Kreis der FTMO-Trader zählen, ja, die eben mit Trading ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja. Und auch hier dieser Entry, ja, diese Abwärtssequenz hat angefangen am 6. Oktober. So, selbst wenn du erst am 10. Oktober bis zum 13. Oktober, selbst wenn du erst am 12., 13. Oktober da reingeschaut hast, wusstest du schon, okay, hier könnte es knallen. Ja. Das heißt, von der Abwärtsbewegung, du hast vom, ja komm, sagen wir vom 6., 7. Oktober bis zum 13. Zeit gehabt, diesen Entry zu sehen. Das ist fast eine ganze Woche. Ne? Aber wenn du halt da richtig drin bist, hier auch zum Beispiel wieder mit 30 Pips, ja, beispielsweise, oder nimm so viel Pips, wie du möchtest. Ich empfehle 30 als SL. Könntest du diesen ganzen Weg mitnehmen. Selbst wenn du hier nur den Weg mitnimmst, sind es 5%. Ne? Und 5% auf ein 200.000-Euro-Konto sind 10.000 Euro. Ja. Vor Steuern und ganzen Abgaben natürlich. Aber ja, das ist die Art und Weise, wie ich an Märkte rangehe. Und deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass du da was mitnehmen konntest. Wie gesagt, so zum Abschluss nochmal, um das zusammenzufassen. Wir gucken immer, okay, wo haben wir gerade einen aktiven Impuls? Wo haben wir gerade, also ich suche A nach aktiven Impulsen und dann suche ich nach aktiven Korrekturbewegungen. Und dann gucke ich, wo haben die Korrekturlevel ihre Ziele? So. Und an diesen Zielen habe ich A Divergenz. Habe ich entweder Divergenz, habe ich eine Value Area Low, habe ich eine EMA oder vielleicht alles zusammen. Habe ich auch mindestens zwei Bestätigungen. Und im besten Fall tradest du natürlich in Richtung Trend Richtung. Ja? Aber so kann ich natürlich so übergeordnet die Trades finden und untergeordnet jetzt natürlich weitermachen. Ja? Weil das sind natürlich diese großen Trades. Heißt nicht, dass du da drin bleiben musst.
in diesen großen Zeiteinheiten. Das kannst du natürlich in den kleineren Zeiteinheiten machen. Das heißt, wenn das Euro-USD anfängt, hier dieses Low rauszunehmen und hier hochkommt, dann weiß ich ja, okay, es kann hier runtergehen. Da kann ich auch in den 5-Minuten-Chart gehen und meine Analyse fortsetzen. Ist natürlich dann ein bisschen riskanter, weil du gegen den Trend handelst, aber prinzipiell auf jeden Fall möglich. Ich meine, wenn du diesen Entry hier verpasst hast, dann könntest du hier untergeordnet in 5 Minuten hier auch nochmal einen Re-Entry finden, hier an 78,6. Ja, jetzt können wir mal natürlich gucken, ob wir hier Bestätigung hatten. Ja, ja, nicht wirklich. Also auch kein richtiges Ziellevel an der Stelle, aber prinzipiell kannst du das Ganze, wie ich dir gezeigt habe, sowohl in übergeordneten als auch in untergeordneten Zeiteinheiten machen. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, du konntest einiges in diesem Video mitnehmen. Chenwa ist ja selber zertifizierter Fremdkapital-Trader und macht das Ganze auch schon eine Zeit lang. Und ich finde, er hat es wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Lass gerne einen Kommentar da. Lass ihm liebe Grüße da und ein Küsschen oder irgendwas in die Richtung. Bedank dich gerne auch mit einem Like. Da freut er sich, wenn er positives Feedback auch auf seine Lehrleistung hier bekommt. Und hier findest du jetzt noch mehr Videos rund um das Thema Trading. Und hier findest du etwas, was der Algorithmus für dich vorschlägt. Und hier kannst du mich auch gerne abonnieren, um keine Videos in Zukunft mehr zu verpassen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Küsschen geht raus und bis bald.